Moin meine Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian, ich präsentiere heute von der YouTube-Kanal Modbox das Class Jaguar 50 Years Edition Pack vor. Dieses Pack wird zur Verfügung gestellt von Rentner Modding und der oder die Modder schreiben mir eine Modbeschreibung, dass dieses Pack für alle Plattformen zur Verfügung steht, also auch für unsere Freunde der Konsole, sprich PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Auch ihr und wir können uns den Mod runterladen und nutzen. Ja, wenn euch unser Modbox schon gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt gerne was in die Kommentare, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Mods zu verpassen, würde ich mich sehr freuen. Und ja, wenn ihr für Kauf von Inhalten interessiert, schaut unter dem Video, habt da einen Link dazu, wenn ihr uns unterstützt, McMahon und Entwickler. Ihr wisst ja bald schon die LS25 an. Ist ja nicht mehr lange auf der Gamescom, denn jetzt schon die ersten Spielmöglichkeiten vorhanden, wo ihr das Spiel testen könnt. Also, ne, da wird es bestimmt von McManus und so auch genug Videos geben, die euch das alles zeigen. Also schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ja. Kommen wir zu diesem Pack. Dieses Pack besteht aus zwei Packslern. Einmal den Jaguar 69 TT und den Jaguar, also Class Jaguar 89. Sind diese beiden Fabrikationen, so wie sie stehen. Zu den Konfigurationen kann man sagen, es gibt eine Farbwahl, es gibt die 50 Years Aufkleber, also die 50 Jahre Aufkleber. Das Auspuff und das Rohr kann man verlängern. Aber das machen wir gleich in der Konfiguration natürlich alles ganz mal entspannt. Deswegen ihr seht, ich habe den hier mal in diesem grün-schwarz gemacht und hier seht ihr dieses 50 Years Aufkleber. Sehr, sehr cool gemacht. Ne, bei denen dasselbe. Ansonsten Schneidwerke sind nicht mit dabei, das sind die aus dem Standardspiel, aber können natürlich auch genutzt werden. Ja, texturtechnisch steht jetzt sehr, sehr gut da. Ich will auch behaupten, dass der nahezu auf dem Standardspiel ist, nur dass die Farbware hier reingekommen ist, plus halt dieser Aufkleber. Trotzdem finde ich den halt sehr, sehr gelungen. Wenn wir einsteigen, in sich, seht ihr hier, ne, alles. Ich muss ihn machen, mal an. Ne, ihr seht die Bildschirme an, Lenker ist animiert. Ne, auch der Hebel, wo man halt mit das Fahrzeug quasi dirigiert und steuert, ist da die Pedalen. Sind nicht, na, vielleicht nutzt du es auch nicht, aber wie ihr seht, ist dann passt das so. Ne? Also Innenraumbeleuchtung natürlich auch, dann müssen wir ausgucken. Ne? Arbeitsscheibe, also abblendlich Arbeitsscheibe von vorne, hinten und aus. Ja, sonst, wie gesagt, wir können mal ins Feld hier reinfahren, bevor ich euch im Shop zahle. Dann machen wir erstmal das, den Praxistest. Ja, jetzt haben wir natürlich keinen Abfahrer daneben, aber ihr seht, ne, die Einzugsautomatik funktioniert auf jeden Fall. Die Animation hat uns auch gegeben und der fährt damit 11 km/h hier was fällt. Rein zum Beispiel hätten wir noch die Lebensmittel tanken können, um halt das Ganze quasi noch die Ertragszone zu steigern. Aber das passt soweit. Ja, wenn wir gucken, Erdrückfahrscheinwerfer, Bremsbeleuchtung, ne, Blinker links, Blinker rechts. Er ist auch immer vorhanden und sieht da wirklich gut aus. Also der sieht wirklich schick aus. So. Nein, ist einfach ein schönes Gefährt. Und hier, wie gesagt, jetzt auch ein Pack mit drin, aber auch da seht ihr, ja, ist vom Prinzip her das gleiche. Da muss ich jetzt nicht großartig viel zu sagen. Die Bildschirme sind jetzt nicht aktuell. Ihr seht ja oben die Kamera, aber ne. Aber das passt soweit. Ne? Auch von außen seht ihr auch hier Rundumleuchten logischerweise da. Rückfahrscheinwerfer, Verbremsbeleuchtung, Blinker ist alles identisch. Ja, schauen wir uns ganz im Shop an. Im Shop finden wir es ganz am einfachsten nur DLCs und Mods, wenn ihr nicht so viel habt. Und hier haben wir die beiden. Ich nehme jetzt nur den einen vor, weil bei dem anderen ist es genau das gleiche. Da muss ich euch nicht als Doppel- und Dreifach erklären und zeigen. Ist ja plötzlich. Ihr habt hier die Motorausführung standardmäßig 626 PS. Ja, hier sind die beiden Tankvolumen, 40 km/h auf der Straße, Maximalgeschwindigkeit, 20 Liter hat er quasi Korntank, in Anführungszeichen. Ja, kostet auch schlappe 83.500 Euro. Ja, für so eine große Maschine, ne? Dann kann man die Motors von einmal updaten auf 925 PS, kommt natürlich mal eben 86.000, fast 87.000 dazu. Ist natürlich eine enorme Steigerung, aber ne, ist halt so. Reifenhersteller lässt sich natürlich nur die hinteren Reifen ändern. In drei, vier verschiedenen Marken. Dann habt ihr hier diese Aufkleber. Könnt ihr sagen ja oder nein. Ihr könnt es auch ohne fahren. Das müsst ihr selber entscheiden. Ich finde es gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Das Endladerohr kann man sagen extra lang oder Standard. Je nachdem, wo und wie ihr fahrt, ist es natürlich sinnvoll, es passend dementsprechend einzustellen. Und ihr seht, die Hauptfarbe ist in den mehr als LS-typischen Farben möglich. Ihr könnt ihn auch mal orange machen. Und mit Zweitfarbe grün, metallic. Aber da könnt ihr euch komplett austoben, ne? Interieurfarbe, das ist dann hier, ne? Wie gesagt, schwarz, ihr könnt auch sagen lila oder weiß, ne? So wie es euch
gefällt und Felgenfarbe dasselbe. Also könnt ihr den Glas quasi auch ja kunterbunt machen oder halt euren Lieblingsfarben. Wenn ihr jetzt wirklich sagt, ihr wollt lieber Lieblingsfarben haben, dann macht ihr sich ein schönes Blau-Weiß aus. Ne? Wenn euch das mehr gefällt. Ne, muss man mögen, aber ich muss sagen, ja, es sind schon coole Farben, aber das Glas-typische ist dann auch nicht so schlecht. Ja, wenn ihr so wild durchkommt, kommt halt nochmal schlappe 92.810 hinzu. Also schon ein Drittel ist ein Viertel des Preises. Ein Viertel nicht, aber 10% sind dann auf jeden Fall schon mal on top. Also richtig cool. Ja gut, ist halt nicht ganz so billig, aber ihr wisst es ja. Und hier seht ihr, ist dasselbe. Ne? Ihr könnt hier die Motorsführung nur von, also in Anführungszeichen nur auf 516 PS hochfahren. Hier gibt es nochmal die Möglichkeit, auf Breitreifen umzustellen. Auch hier Aufkleber, ne, Entladerohr. Aber ihr seht jetzt alles das gleiche, da muss ich euch nicht viel erklären. Das bleibt halt so, wie es ist. Ja, und das ist auch alles das, was ich euch zu diesem Pack sagen kann. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr es mit dem Daumen nach oben lohnen würdet. Schreibt gerne mal in die Kommentare. Aktiviert natürlich die Glocke, um keine weiteren Mal zu verpassen. Würde mich sehr freuen. Ich hoffe, dass ich euch dieses Jahr auch wieder LS25 Vorab-Infos zeigen kann und geben kann. Dass wir von über McManus wieder so ein Vorab-Key kriegen, dass ich euch schon quasi zum Release, also vor Release start, sobald wir es dürfen, euch dann natürlich rundum und informieren kann. Das liegt aber wieder daran, was Giants macht und was der liebe McManus für uns quasi raushandeln kann, Anführungszeichen. Das sehen wir dann, wenn es so ist. Klar, werdet ihr natürlich informiert, deswegen ganz, ganz wichtig, aktiviert die Glocke, damit ihr das nicht verpasst. Und in diesem Sinne sage ich mal Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Christoph von Hotworks. Ciao.